Heute ist ein großer Donnerstag, ein Big Thursday, wie die Angelsachsen zu sagen pflegen, mit vier großen Ereignissen, die heute auf der Tagesordnung stehen. Einmal das OPEC-Treffen, OPEC-Plus-Treffen. Das zweite sind die US-Arbeitsmarktdaten, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das dritte ist das Treffen der Finanzminister der Eurozone. Bailout, Rettung ist da das Thema, nachdem die einen sagen, nämlich Niederlande und Deutschland, wir wollen nicht hier in die totale Gemeinschaftshaftung rein, dazu gleich mehr. Und das vierte ist eine Rede von Jerome Powell heute Abend in Washington. Das wird dann eng mit den noch geöffneten Aktienmärkten, aber wir werden sehen. Schauen wir uns erstmal an, als Übergang zu dem Video, das ich gestern gemacht hatte, das Markeflüster zum Notenbanksozialismus, da hat mich eine Zuschrift, ein Kommentar erreicht, den ich Ihnen unbedingt zeigen will. Hier ist es ja so, dass TUI 1,8 Milliarden Dollar, nicht Dollar, sondern Euro bekommt vom deutschen Staat. Man bailt also hier ein Unternehmen aus und da hat er dazu kommentiert auf YouTube, ein Seher, wenn wir seit der Kaiserzeit jede Firma gerettet hätten, wären wir heute weltweit führend in der Produktion von Pferdekutschen. Und die würden wir dann in Hamburg auf große Schiffe verladen und an der tiefsten Stelle des Pazifik versenken. Das ist, glaube ich, das, was hier die Absurdität dieser ganzen Geschichte auf den Punkt bringt. Man füttert dann eben auch Unternehmen durch, die eigentlich nicht zukunftsfähig sind. Das ist das große Problem. Man betreibt also sozusagen ein Durchschleppen, eine Zombifizierung, eine Art, naja, Überlebensprogramm für die Unfitten. Das ist natürlich ein Riesenthema. Aber gehen wir mal in die vier Großereignisse rein heute. Da sehen wir zunächst mal Google Trends zu den US-Arbeitsmarktdaten. Auf der linken Seite hier sehen Sie die Trends in Sachen Unemployment Benefits, in Sachen Filing for Unemployment, also wie melde ich mich arbeitslos, welche Vorteile, welche Leistungen kann ich beziehen etc. etc. Und wir sehen, dass dieser Trend hier in der rechten Grafik ja jahrelang komplett nach unten ging, der Arbeitsmarkt in den USA ja sehr gut aufgestellt zu sein schien und jetzt erleben wir eine Explosion. Schauen wir uns mal die Zahlen an, die letzte Woche waren es ja 6,648 Millionen Arbeitslose um und bei, das ist heute auch die Konsenserwartung. Roundabout 6,5 Millionen Arbeitslose und es gibt ein paar Indikationen, die zeigen, was bei den Amis los ist, wo man das statistisch vielleicht besser erfassen kann als in Deutschland. Hier zum Beispiel hat man Multifamily Housing Councils befragt, Vermieter, und die sagen, nur 69% der Haushalte haben bis zum 5. April ihre Miete bezahlt. Normal ist diese Quote deutlich höher, nämlich bei 82% im Durchschnitt. Wir sehen, dass das also deutlich jetzt nach unten geht, dass die Leute in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Wir sehen hier eine sehr aktuelle Einschätzung durch die New Yorker Fed, den NY, also New York Federal Reserve Weekly Economic Index. Und der ist deutlich stärker abgestürzt als in der Finanzkrise. Das haben die Märkte schon alles eingepreist. Große Frage. Man hat sich ja am Wochenbeginn so ein bisschen in Optimismus gemacht, weil die Zahl der Opfer durch das Coronavirus ja zurückgegangen war nach den Zahlen. Die waren nicht valide, weil einfach am Wochenende viel weniger passiert in Ämtern, in Laboren etc. Jetzt sehen wir, dass die globale Zahl der Toten wieder deutlich gestiegen ist, aber die Aktienmärkte sind auch weiter gestiegen. Also man hat sozusagen am Wochenanfang das als Trampolin benutzt. Eigentlich ist jetzt sozusagen das Sprungbrett weg, aber man fliegt jetzt dennoch etwas weiter höher. Das ist eine etwas merkwürdige Situation. Wir sehen aber, dass da durchaus Besorgnisse sind. Das sehen wir am VIX, also an diesem Volatilitätsindex, der an sich ja nicht handelbar ist, sondern das ist ein Durchschnittswert der Optionspreise, die bezahlt wird für diejenigen, die sich absichern wollen in S&P 500 Aktien für die nächsten vier Wochen. Klingt kompliziert, jedenfalls ist es eben so, dass wir sehen, dass der VIX nicht runtergeht. Normalerweise würde man erwarten, dass bei steigenden Aktienmärkten irgendwann die Volatilität einfach mal deutlicher fällt. Das hatten wir zum Beispiel gesehen, Dezember 2018, Booms, Vola nach oben, aber dann eben Ende Dezember, Anfang Januar, zack, auch gleich wieder runter auf Werte von 12. Dann wieder fallend, auf jeden Fall deutlich unter 20 und wir sind jetzt und bleiben einfach über der 40er Marke. Das heißt, es gibt nach wie vor ein großes Bedürfnis nach Absicherung. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an, zum Beispiel JP Morgan hält jetzt
wird keine Small Business Loans mehr verteilen außerhalb des Federal Schemes. Das ist das sogenannte Programm, das ist PPP, das ist ein Triple P Payroll Protection Program, das also praktisch die Löhne garantieren soll. Jetzt ist es für eine Bank natürlich super schick. Die Bank kann Kredite vergeben, die der Staat garantiert, und JP Morgan sagt, alles andere machen wir jetzt erstmal nicht, weil wir gar nicht die Kapazitäten haben. Für Banken insgesamt natürlich zunächst mal eine nette Situation. Man kann risikofrei, weil durch den Staat garantiert, Kredite vergeben, ist in Deutschland ja auch so, weil jetzt eben die KfW komplett die Haftung übernommen hat, beziehungsweise die Banken eben nicht mehr diese 10-20% Eigenhaftung haben. Also einerseits gut für die Banken, auf der anderen Seite sind da natürlich die Anzahl fauler Kredite, die in den Portfolios sind, zuletzt auch gestiegen. Schauen wir uns nochmal hier das gesamte Bild an. Ich hatte diese Grafik gestern schon mal gezeigt, wer eigentlich was, wie viel in die Märkte pumpt oder auch in die Wirtschaft. Die USA ganz klar vorne, 2,3 Billionen, 11% des BIP. Insgesamt fällt auf, Deutschland an zweiter Stelle, dass vor allem die angelsächsischen Länder, wenn wir jetzt mal Kanada und Australien dazu zählen, dass die ziemlich all-in gehen. Die sitzen ja alle auf ähnlichen Geschäftsmodellen, sehr, sehr viel Konsum, hohe Immobilienpreise, gilt für Kanada, gilt für Australien, und dieses Geschäftsmodell, das droht natürlich jetzt komplett zu kippen. Man hat so eine Art Gig Economy, also sehr stark Konsum, dienstleistungsorientiert, also die Bereiche, die jetzt am stärksten eigentlich getroffen sind. Deshalb sind eben auch wahrscheinlich die angelsächsischen Länder, das gilt auch für UK ein Stück weit, ein bisschen vielleicht, naja, gefährdeter. Das, einfach, sie haben einfach eine verwundbare Achillesferse, könnte man sagen. Aber das Ganze wird Konsequenzen hinterlassen. Wir sehen hier die Anstiege der Bilanzsummen der Notenbank in Relation zum BIP. Wir sehen, dass Japan über 109% an Bilanzsumme hat, die Bank of Japan. Dann kommt die EZB bei knapp 44%. Die Fed ist jetzt an Nummer 3, hat die Bank of England überholt mit 26,75%. Aber der entscheidende Punkt ist, die Bilanzsummen werden massiv ausgeweitet, und das wird irgendwann auf die Inflationserwartungen durchschlagen und faktisch dann eben Inflation früher oder später nach sich ziehen. Kommen wir zum OPEC-Plus-Thema. Da hat Russland gesagt, naja, wir hätten schon ein Interesse, dass wir ein bisschen was kürzen. Wir könnten ja vielleicht so ein bisschen was rausnehmen aus dem Markt. Das ist längst eingepreist in diesen Markt, dass man also eine Einigung findet. Donald Trump hat heute Nacht wieder versucht, in diese Richtung auch reinzusprechen, gewissermaßen. Man habe viele Optionen, selbst wenn die OPEC und Russland nicht kürzen würden, so Donald Trump. Und ich glaube aber, dass da was passieren wird. Die amerikanischen Fracker hätten schon die Produktion zurückgefahren. Und dann eben auch Donald Trump mit dem gewohnten Optimismus, wir könnten das Land bald wieder aufsperren sozusagen, in zwei Phasen, fangen also mit kleinen Schritten an. Trump versucht also sozusagen diese Rallye auch an den Aktienmärkten, diese positive Stimmung zu unterstützen, indem er Perspektiven gibt, ja, geht ja bald weiter. Frankreich hat jetzt gesagt, vor Mai wird gar nichts passieren. Also das ist jetzt die große Frage, wann wird dieser Lockdown zumindest ansatzweise wieder aufgehoben? Und das sind jetzt die entscheidenden Fragen. Auch hier seine Aussage, die Effekte, wir sehen die ersten Effekte unserer Lockdown-Maßnahmen, ist natürlich eine grundsätzlich optimistische. Aber was wird das mit dem Ölpreis machen? Ich hatte gestern diese Grafik gezeigt. Vor allem die Russen sind natürlich in der Position, dass je tiefer der Ölpreis ist, je mehr eben Fracker vor allem pleite gehen, die hochverschuldet sind. Das heißt, das beklärt so ein bisschen die Wettbewerbssituation. Warum sollte man da dann eigentlich jetzt Zugeständnisse machen? Das ist die große Frage. Das OPEC-Treffen beginnt heute 15 Uhr nach aktueller Information. Wir sehen, dass die USA jetzt in allen Kategorien in Sachen Coronavirus Nummer 1 sind, sowohl bei der Zahl der Fälle, 435.000, und jetzt auch hat man Spanien an Zahl der Toten überholt und ist also da vorbeigezogen. Nur noch Italien liegt ein bisschen vorne. Das ist ja auch ein großes Rätsel, warum zum Beispiel in Spanien, Italien so extrem viele Leute versterben. Liegt auch daran, dass natürlich in Deutschland eine andere Gerichtsmedizin ist. Die ist sehr akkurat und sehr genau. In Italien ist es wahrscheinlich so, dass jeder, der irgendwie Coronavirus positiv war und dann verstorben ist, halt als Corona-Toter
gilt, während man natürlich eigentlich sagen kann, okay, der war praktisch schon, oh, sowieso todkrank, der ist jetzt vielleicht ein paar Tage vorher verstorben, also ist das nicht unbedingt ein Corona-Toter. Das sind also Definitionsfragen, die vielleicht so ein bisschen erklären, was da der Fall ist. Und wir sehen hier in dieser Statistik, dass die Amerikaner im Prinzip die das Land sind, über 5 Millionen Einwohner, das am wenigsten Tests pro Einwohner gemacht hat. Schauen wir uns mal an, wie wir heute in diesen großen Donnerstag reingehen. Wir sehen wieder mal eine Rallye so in den letzten Minuten. Zunächst die asiatischen Märkte leicht negativ, die US-Futures zumindest leicht negativ. Jetzt hier diese Rallye beim Dow Jones. Das ist so ein Muster, was wir gestern auch schon gesehen hatten. Bums, dann ging es dann kurz vor Handelsende im asiatischen Handel einfach nochmal spritzig nach oben unter dünnen Umsätzen. Gestern die Umsätze auch vergleichsweise dünn, was wir da gesehen haben. Also eine Rallye, die jetzt nicht unter richtigem Saft stattfand. Zumindest wenn man das mal mit den Umsätzen vor allem der letzten Woche vergleicht. Wir sehen den DAX bei 10.450 Punkten. Wir sehen Euro-Dollar, der jetzt wieder unter Druck kommt ein bisschen bei 1.0844. Gold vor diesen wichtigen Ereignissen bei 1650 wieder und das amerikanische Crude Oil, das handelt wieder in Sichtweite der 30er Marke. Also da ist natürlich jetzt die Frage, was wird die OPEC beschließen, was wird da kommen in diesem OPEC Plus Treffen. Wenn nicht eine Mindestkompromiss gefunden wird, dann geht es nach unten. Wenn was kommt, dann kann es nochmal ein Stück weit nach oben gehen, aber dann vielleicht by the rumor, sell the fact, wir werden sehen. Es ist ein großer Donnerstag, das wird wirklich ein wichtiger Tag. Langes Wochenende morgen, die Amis auch nicht am Start, praktisch niemand am Start. Am Montag die Amis wieder. Das wird natürlich die Frage sein, wie wird man sich da im Vorfeld positionieren? Wird man sozusagen hier rausgehen aus Positionen, die man hat? Die Umsätze dürften heute deutlich stärker werden als gestern. Und die Vola dürfte auch nicht zu knapp sein. Ich wünsche jetzt einen guten Start in diesen großen Donnerstag. Bis dann, servus, ciao.